Freunde, da bin ich wieder mit Jackson von Android TV hier weiterhin auf dem Sony-Stand. Und hier habe ich das zweite Gerät, was heute vorgestellt wurde bei Sony, nämlich das Xperia Z2 Tablet. Ihr erinnert euch, wer unsere Android-Talk-Folgen sieht, der sieht auch immer das Xperia Z1 Tablet, was ja schon wasser- und staubgeschützt war. Und das ist es auch hier, nach IP55 und 58 haben wir das bei diesem Gerät ja auch, bei dem Nachfolgegerät. Ich war leider bei der Pressekonferenz nicht vorrätig und nicht beziehungsweise nicht dabei, weil nur ein ganz, ganz, ganz enger Kreis dabei sein durfte. Deswegen verwundert euch nicht, wenn ich jetzt hier nicht alle technischen Specs liefern kann. Ich gucke mir das Gerät jetzt mit euch gemeinsam zum ersten Mal an und stürze mich somit in das kalte Wasser. Aber das geht ja bei dem Gerät ohne Probleme, da wir, wie gesagt, IP55 und 58 haben. Gut, fangen wir einfach mal oben an, damit wir hier das Gerät durchbekommen. Wir sehen also schon, wir sind hier wiederum mit einem Micro-SD-Karten-Slot ausgestattet. Daneben dürfte aller Wahrscheinlichkeit auch die Micro-SIM-Karte reinkommen. Das heißt also, wir haben auch hier entsprechend unterwegs die Möglichkeit, ins Internet zu kommen, auch wenn kein WLAN vorhanden ist. Daneben sehen wir schon meiner Vermutung nach einen IR-Sensor. Das heißt also, wir können das gute Gerät auch wieder als Fernbedienung benutzen. Oben dürfte ein Mikrofoneingang sein. Auf der rechten Seite sehen wir gar nichts, außer das schöne Omnibalance-Design mit 6,4 mm dünn. Das ist natürlich wieder extrem dünn für ein Tablet und auch extrem leicht. Nebenbei bemerkt 425 Gramm. Das ist natürlich schon echt ein Kracher und für ein 10,1 Zoll großes Tablet ist das natürlich wirklich eine feine Sache. Gut, gehen wir noch zur Unterseite. Da sehen wir hier wahrscheinlich Pogo-Pins, die dafür Ladefunktionen und Ähnliches da sind. Hier haben wir eine Audiobuchse, die diesmal nicht hinter einer Klappe versteckt ist, sondern so zu sehen ist. 3,5 mm für den Kopfhöreranschluss. Dann haben wir auf der linken Seite die Lautstärke-Wippe und auch hier wieder den kreisrunden Power- bzw. Standby-Button, den wir ja von dem Omnibalance schon kennen. Und auf der Oberseite waren wir schon einmal durch, somit haben wir das. Schauen wir uns die Rückseite an. Hier sehen wir wieder eine Kamera. Das ist in dem Fall hier eine 8-Megapixel-Kamera. Darunter thront das NFC-Logo. Das heißt also, Near-Field Communication beherrscht das Gerät auch. Und ja, das war es eigentlich im Grunde genommen schon von der Rückseite. Wir sehen also hier ein weißes Tablet. Das gibt es in weiß und in schwarz ab dem zweiten Quartal. Preis habe ich rausgehört, 649 UVP, nagelt mich aber nicht drauf fest. Das ist das, was ich jetzt so hier erstmal aufgenommen habe. Dann schauen wir uns auch schon die Frontseite an. Wie gesagt, 10,1 Zoll großes Frontdisplay, kratzresistent. Und so, dann schalten wir es auch mal an. Wir sehen schon mit den glänzenden Farben, mit den dynamischen Farben, dass das sich hier um ein Full HD Triluminous Auflösung handelt, Display handelt. So, Auflösung ist 1920x1200, sprich die Full HD. Ja, was gibt es sonst zu sagen? Ja, Sony, seine eigene Benutzerfläche ist obendrauf. Interessant wäre natürlich wie immer zu sehen, was denn für ein Betriebssystem drauf ist. Hier ist der App Drawer. Auch hier ist wieder diese Leiste an der Seite, wo wir relativ schnell reinkommen auf die wichtigsten Dinge. So, schauen wir mal, ob das hier auch so ist. Ja, wir haben ja also auch diese zwei Statuszeilen und wir wollten jetzt genau wissen, was wir nochmal für ein Betriebssystem haben. About the Tablet, da sind wir und auch hier befindet sich Android 4.4.2 KitKat drauf. Das sehen wir natürlich gerne. Und wenn wir schon hier hinten in den Einstellungen sind, wollen wir noch ein bisschen was über den Speicher wissen. Wir haben ja hier eine Quad-Core-CPU drauf, ebenfalls wie bei dem Z2 Smartphone, eine Snapdragon 801, die mit 2,3 GHz pro Kern getaktet ist, also von den vier Kernen. Das ist eine Qualcomm-CPU, für den, der es nicht weiß. Wir haben hier 3 GB RAM, das ist auch recht ordentlich und das Gerät, so wie ich es hier überblicke, hat 16 GB Programmspeicher, den man ja via SD-Karte erweitern kann, wie wir eben gerade schon gesehen haben. Ja, haben wir die technischen Facts soweit auch erstmal durch. Vielleicht noch ein bisschen was zu den Maßen. Im
groben. Wie gesagt, 10,1 Zoll großes Tablet, habe ich schon gesagt. Das sind also im Klartext 266 mm mal 172 mm und die genannten 6,4 mm dünn. Ja, LTE hat das Gerät auch. IR-Sensor habe ich euch gezeigt hier oben, wird es also auch haben, beziehungsweise hat es. Miracast-tauglich ist es und MAL-tauglich ist es. Wir finden, das ist ein wirklich schickes Gerät, hoffen, dass wir das bald in die Redaktion bekommen. Wir werden auch noch einen Interviewtermin bei Sony haben, wo wir uns das Ganze nochmal ein wenig genauer erklären lassen von dem Fachmann. Ja, hier die Short-Apps gibt es hier also auch mit dem Fenster. Sehr schön. Das sieht alles ganz gut aus. Wie gesagt, das war es dann erstmal hier mit dem ersten Eindruck von dem MWC 2014 aus Barcelona. Euer Matt Jackson von Android TV. Bis dahin. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, uns zu abonnieren und es vielleicht auch über Twitter, Google Plus oder Facebook zu teilen, damit andere auch etwas davon haben. Zum Dagger, Zum.